Heute habe ich das Rezept für leckere vegane Chi-Köfte. Chi-Köfte wird original mit Fleisch zubereitet, doch ich bereite sie immer ohne zu. Die veganen Chi-Köfte, übersetzt vegane Frikadellen, macht man aus feinem Bulgur. Ich zeige euch heute die Zubereitung in einer Küchenmaschine und im Thermomix. Wir brauchen feinen Bulgur, findet ihr im türkischen Supermarkt, Tomaten- und Paprikamark, passierte oder gehackte Tomaten, Granatapfelsirup, kaltes Wasser, Gewürze. Dann brauchen wir noch Zitronensaft. Ich gebe gerne eine ganze Zitrone hinein, Knoblauch, Zwiebeln und Petersilie. Es geht sofort los mit der Zubereitung im Thermomix. Ab der zweiten Minute zeige ich euch die Zubereitung in der Küchenmaschine. Alle Zutaten bis auf den Bulgur in den Mixtopf geben und dann auf Stufe 8 für ca. 10 Sekunden fein pürieren. Alle, die keinen Thermomix besitzen, können diesen Schritt in einem anderen Mixer machen, das heißt auf höchster Stufe alles schön fein pürieren. So müsste jetzt die Masse aussehen. Den Bulgur dazugeben und das Ganze wird dann bei Stufe 4 Linkslauf für ca. 25 Minuten geknetet. Ab und an während dem Knetvorgang mit dem Teigschaber die Masse vom Rand lösen und in die Mitte schieben, damit alles wirklich mit geknetet wird. Die Masse ist wirklich anfangs sehr, sehr flüssig und wird mit der Zeit beim Knetvorgang immer fester und fester. Das merkt ihr auch. Nicht wundern, dass die Masse am Anfang sehr flüssig ist. Die wird wirklich beim Kneten immer fester und fester. Ich zeige euch jetzt hier kurz einen Zwischenstand nach 5 Minuten. So sieht die Masse aus. Habt das kurz durchgerührt und knete das jetzt nun weiter. Ihr könnt das Ganze zwischendurch kurz pausieren, den Deckel abnehmen und so wie ich es hier zeige, auch die Masse wieder in die Mitte schieben, sodass wirklich alles gründlich mitgeknetet wird. Das ist jetzt der Zwischenstand nach ca. 8 Minuten. Ihr seht, die Masse wird immer fester. Und so lässt ihr die Masse schön weiter kneten und wir machen weiter mit der Zubereitung in der Küchenmaschine. In der Küchenmaschine ist es genauso einfach gemacht. Einfach die pürierten Zutaten mit dem Bulgur zusammen in eine Rührschüssel geben. Die Masse zuerst auf niedriger Stufe, dann auf mittlerer Stufe ca. 30 Minuten kneten lassen. Auch hierbei müsst ihr ab und an die Masse von den Rändern wieder in die Mitte schieben, damit alles mitgeknetet wird. Falls ihr keine Küchenmaschine oder einen Thermomix besitzt, ist das nicht schlimm. Ihr könnt Chi-Köfte auch mit den Händen zubereiten oder mit dem Handrührgerät. Dafür einfach die Masse in eine Rührschüssel geben und dann erst mit dem Knethaken von dem Handrührgerät anfangen zu kneten, sodass alle Zutaten sich schön verbinden. Dann könnt ihr die Masse auch schon mit den Händen weiter kneten. Dieser Vorgang mit den Händen würde ca. 30 bis 40 Minuten dauern. Hier seht ihr wieder, wie ich die Masse von den Rändern in die Mitte schiebe, sodass wirklich alles miteinander geknetet wird. Knetet die Masse wirklich maximal nur auf mittlerer Stufe, niemals auf höchster Stufe kneten lassen, denn der Bulgur wird immer fester und fester. Das heißt, die Masse wird immer fester und fester. Und wenn ihr das auf höchster Stufe macht, kann es sein, dass euer Motor erhitzt wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Auch hierbei, bei der Zubereitung in der Küchenmaschine, seht ihr, dass die Masse erst flüssig ist und sich langsam anfängt zu binden und immer fester wird. Das ist genau richtig so. Knetet also immer weiter, bis die Masse wirklich fest wird. Einige haben mir nämlich geschrieben, dass die Masse flüssig ist, ob das normal ist. Ja, das ist total normal. Und ja, ihr müsst einfach weiter kneten und geduldig sein. Und dann seht ihr auch, wie die Masse immer fester und fester wird und wie sich die Zutaten schön verbinden. Im Thermomix dauert das bei mir ca. 25 Minuten und in der Küchenmaschine eine halbe Stunde. So sieht jetzt die fertige Masse aus. Ihr seht, die ist wirklich fest und wenn ich walnussgroße Stücke entnehme, kann ich die super in der Hand formen und so soll die Masse auch wirklich sein. Wenn die Masse eine leicht klebrige Konsistenz hat, etwa walnussgroße Stücke entnehmen und diese dann in der Hand zusammendrücken. Am besten die Hände am Anfang kurz einölen, so könnt ihr die nämlich besser formen. Auch könnt ihr beim Formen Handschuhe verwenden, denn ich finde, mit Handschuhen kann man die einfach viel, viel schöner und besser formen. Die Masse in den zwei Geräten wurde wirklich gleich gut geknetet und ich mache das gerne im Thermomix, aber auch gerne in der KitchenAid. In der KitchenAid mache ich sogar manchmal die doppelte Menge und es klappt auch wunderbar. Im Thermomix würde ich nicht die doppelte Menge machen, da der Mixtopf nicht so groß ist.
Nach dem Knetvorgang könnt ihr die Masse für eine gute Stunde kühl stellen. Auch könnt ihr zum Beispiel Chiköfte am Vortag zubereiten und dann schon mal kühl stellen und am nächsten Tag erst formen. Das macht gar nichts aus. Hauptsache, ihr deckt das wirklich sehr gut ab. Nun könnt ihr nach der Kühlzeit auch schon Chiköfte formen, so wie ich es euch hier zeige. Nehmt immer etwa walnussgroße Stücke von der Masse ab und knetet es erstmal in der Handinnenfläche schön zusammen und dann am Ende mit den Fingern nochmal sehr fest draufdrücken, sodass diese typische Chiköfteform entsteht. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Infobox. Chiköfte hält sich mehrere Tage im Kühlschrank frisch. Chiköfte könnt ihr mit Salatblättern, Petersilie, Zitrone, Granatapfelsirup oder als Wrap zum Beispiel mit Tortillas servieren. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und freue mich schon auf eure nachgemachten Rezeptfotos. Lasst es euch schmecken!